Hallo und herzlich willkommen, hier ist TV Allgäu Nachrichten am Donnerstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir haben heute diese Themen für Sie. Genfrei gehen goes America. Rapunzel-Gründer Josef Wilhelm plädiert für Kennzeichnungspflicht. Aktiv im Herbst, worauf bei der Sportkleidung geachtet werden sollte. Und kreuz und quer durchs Allgäu. Allgäuer Brauhaus und RSA starten die Büble-Aktion. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Es ist ein Thema, bei dem die Meinungen deutlich auseinandergehen. Gentechnik in der Landwirtschaft. Während die einen davon ausgehen, dass dadurch die Weltbevölkerung ernährt werden kann, warnen die anderen vor dem Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut, da die Folgen nicht abzuschätzen seien. Zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, Honig, der Pollen der Maissorte Mohn 810 enthält, darf nicht verkauft werden. Verbraucherschützer, Bioverbände und Co. begrüßten das Urteil. Der Großteil der Bürger wolle keine gentechnisch veränderten Lebensmittel. Eine Einstellung, die bei Rapunzel in Legau Unternehmensphilosophie ist. Die Naturkostfirma setzt seit jeher auf gentechnikfreien Bioanbau und setzt alles daran, dass das auch in Zukunft möglich ist. Was ein Marsch entlang der Ostküste der USA damit zu tun hat, erzählte Rapunzel-Geschäftsführer Josef Wilhelm jetzt meiner Kollegin Christina Lessig. Die Biobranche boomt. Immer mehr Verbraucher setzen auf Lebensmittel aus biologischem Anbau. Das bekommt auch der Naturkosthersteller Rapunzel in Legau im positiven Sinne zu spüren. Im letzten Jahr belief sich der Umsatz auf 135 Millionen Euro. In der Produktion herrscht entsprechend Hochbetrieb. Dabei setzt das Unternehmen seit der Gründung 1974 auf Produkte aus biologischem Anbau. Und nicht nur das, auch gentechnikfrei müssen die Rohstoffe sein. Um auf das kontrovers diskutierte Thema Gentechnik in der Landwirtschaft hinzuweisen, ist dem Unternehmen kein Weg zu weit. Und das kann man wortwörtlich nehmen. Denn 2007 hat Firmengründer Josef Wilhelm den Marsch Genfrei gehen initiiert. Von Lübeck ging es damals nach Lindau. 2009 dann von Berlin nach Brüssel. Und ausgerüstet mit einem neuen T-Shirt und angepasstem Motto heißt es in diesem Jahr ab 1. Oktober Genfrei gehen goes America. Ja, Herr Wilhelm, Sie haben die Aktionen, die Laufaktionen Genfrei gehen ins Leben gerufen, 2007, 2009. 2011 geht's jetzt nach Übersee. Sie nehmen die Aktion mit in die USA. Da heißt es allerdings Right to Know. Sie werden von New York nach Washington laufen. Was passiert da genau? Ja, Genfrei gehen, goes America ist ja das Stichwort. Uns geht's darum, mit dem Sprung über den großen Teich auch in USA Bewusstsein zu schaffen zum Thema der Gentechnik, weil in USA ja Gentechnik in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelwirtschaft schon viel mehr verbreitet ist wie in Deutschland. Und vieles Gute, aber auch vieles Nicht-so-Gute kommt ja von drüben über den großen Teich. Und nicht zuletzt ist die Firma Monsanto eine der Hauptfirmen auf diesem Sektor ja in USA beheimatet und deshalb ist die Idee entstanden, also da direkt in die Höhle des Löwen zu gehen und auch dort eine Aktion zu starten von New York nach Washington. Was wollen Sie denn konkret mit dieser Aktion erreichen? Worum geht's denn? Was ist die Message, sage ich mal, neudeutsch? Natürlich geht es ja immer ums Laufen bei so einem Marsch, in der Tradition der alten Freiheitsmärsche in den USA, ja, die haben ja da eine lange Tradition. Ja. Also wir marschieren 16 Tage lang von New York nach Washington. Entlang dieses Marsches wird es sehr viele Veranstaltungen geben, ja, mit einem großen Schlussevent in Washington. Und es geht dabei um die Deklarationspflicht, also für Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten. Das ist ja in den USA bisher nicht der Fall, ja, im Gegensatz zu Deutschland, ja, und in den meisten europäischen Ländern. Hier müssen ja Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Zutaten enthalten, also deklariert sein. Leider Gottes hier auch nicht die tierischen bei uns, ja, aber in den USA gibt es bisher überhaupt keine Kennzeichnungspflicht. Nun lassen sich natürlich Gentechnik und gentechnisch veränderte Lebensmittel sich nicht einfach verbieten von heute auf morgen. In einem Land, wo bereits im Soja- und Maisbereich 60-70% der Anbaufläche
bereits gentechnisch verändert sind. Ja. Dort sehen wir eher einen Ansatzpunkt, also über diese Deklarationspflicht, die wir ja dort einfordern mit diesem Marsch, ja, Bewusstsein zu schaffen, dass auf diesem Weg dann ein Umdenken erfolgen kann. Das heißt, die US-Bürger, die wissen teilweise gar nicht, dass sie gentechnisch veränderte Lebensmittel zu sich nehmen. Genau, sie haben ja auch nicht die Information darüber und deshalb ist es den allermeisten Menschen auch nicht bewusst. Ja. Aber es ist auch in den USA so, wie Meinungsumfragen bestätigen, dass die meisten Amerikaner natürlich genauso wie bei uns in Europa und in Deutschland gegen Gentechnik im Essen sind. Ja. Also eine Erhebung hat ja dort auch die Zahl von 80% also gebracht. 80% der Amerikaner sind gegen Gentechnik im Essen, ja, aber sie wissen es bisher nicht. Ja. Deshalb die Forderung nach einer umfassenden Deklarationspflicht auf allen Lebensmitteln, pflanzlich und tierisch. Sie haben es gerade schon gesagt, dass in Deutschland ist es teilweise gekennzeichnet, teilweise nicht. Das heißt, da muss die Politik durchaus auch noch nachrüsten. Ja, wir sehen auch in Deutschland einen großen Bedarf und deshalb hoffen wir auch eine Rückkoppelung, also dieses Marsches von den USA auf Deutschland, ja, weil auch bei uns tierische Lebensmittel nicht kennzeichnungspflichtig sind, wenn sie gentechnisch veränderte Zutaten enthalten. Und da passiert ja der größte Eintrag über die Importfuttermittel. Deutschland importiert im Jahr ca. 5 Millionen Tonnen, also eiweißhaltige Lebensmittel, vor allem also Soja an der Spitze, ja, vor allem aus USA und aus Brasilien. Ja. Und in all diesen Ländern ist die Gentechnik massiv auf dem Vormarsch. Ja. Und über die Futtermittel gelangen dann die gentechnisch veränderten Bestandteile schlussendlich bei uns auch in die Tiere, also ins Fleisch. Ja. Und deshalb fordern wir auf diesem Weg natürlich auch eine Kennzeichnungspflicht, also für tierische Lebensmittel in Deutschland. Ja, kann man Gentechnik denn überhaupt kontrollieren, wenn jetzt ein Maisfeld, ein Sojafeld blüht und die Pollen sich überall verteilen? Kann man das irgendwie, das kann man ja nicht kontrollieren, die Pollen. Also wir hier bei uns in der Firma Rapunzel, wir geben im Jahr über 50.000 Euro aus, nur allein für Gentechnikanalysen, um sicherzustellen, dass in unseren Bioprodukten keine gentechnisch veränderten Bestandteile drin sind. Ja. Es gibt ja dann diese Abstandsflächen, aber die helfen natürlich nicht weiter, weil also gentechnisch veränderte Pollen, die lassen sich ja nicht einsperren. Ja. Der Wind und die Insekten tragen die natürlich weiter. Ja. Gott sei Dank haben wir ja in Deutschland die Situation, dass es bisher nur kleinste Versuchsflächen gab. Ja. Und das ganz entscheidende Sorten wie MON 810, also eine Maissorte, die von Monsanto kommt, bisher nicht zugelassen wurden. Und deshalb glauben wir, wenn möglichst viele Menschen ihre Stimme laut genug erheben, haben wir in Deutschland und auch in einigen anderen europäischen Ländern sehr wohl noch eine Chance, den breiten Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft zu verhindern. Und das unter anderem mit dem Marsch Genfrei Gehen. In den USA heißt er eben Right to Know. Und da wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg, Herr Wilhelm. Vielen Dank für die Unterstützung zu diesem ganz wichtigen Thema. Etwa 2400 Unterschriften haben Lindauer Bürgerinnen und Bürger gegen eine geplante Bahnunterführung gesammelt. Und das mit dem Ziel, ein Bürgerbegehren anzuberaumen. Eigentlich hätte die Zahl der Unterschriften auch gereicht, um die Lindauer über eine Unterführung abstimmen zu lassen. Eigentlich nur, denn das Problem, die Gegner der Unterführung hatten 4 verschiedene Textfassungen auf den Listen verwendet, von denen einige auch noch Formfehler aufwiesen. Damit ist klar, der Antrag entspricht nicht dem Gesetz und muss deswegen abgelehnt werden. So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gibt's den Nachrichtenüberblick gleich nach der Werbung. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Bequem nach oben mit der modernen Söllereckbahn. Rasante Abfahrten mit dem Söllereck-Rodel. Spektakuläre Perspektiven von der Skiflugschanze. Wanderspaß auf dem Naturerlebnisweg. Wir, da haben wir am Söllereck. Mei, wir haben da einen Höferspaß. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Jetzt mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen.
Die Griesti-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter griesti.de/shop oder unter 0831 206 190. Griesti.de, da bin ich daheim. Von spielerisch bis sportlich. Der neue Kletterwald am Söllereck. Der Spaß für die ganze Familie. Familienberg Söllereck. Das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Jetzt ganz neu in Kempten. Get the power. Palestra B, der Fitmacher für Ihren Körper. Ob Muskelaufbau, Rückentraining, Kräftigung des Bindegewebes oder ganz einfach nur Fett weg. Erfolge in kürzester Zeit mit EMS-Training. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Die Meldungen vom 22. September 2011. Bei einem Wohnungsbrand in Wangen ist gestern Abend ein 77-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr heute mitteilte, meldeten Nachbarn gegen 21 Uhr eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr fand den Mann daraufhin leblos in der Wohnung. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ursache für den Brand war wohl eine Gasverpuffung. Ob der Bewohner diese selbst verursacht hat, wird derzeit noch geklärt. Der Schaden wird aktuell zwischen 50 und 100.000 Euro geschätzt. Die Käsespezialität Obatzter muss nicht aus Bayern stammen. Das hat heute das Bundespatentgericht entschieden. Geklagt hatte eine Leutkircher Firma namens Plaums Feine Frische. Damit hat das Bundespatentgericht einen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes wieder aufgehoben. Das hatte im Jahr 2009 beschlossen, dass die Bezeichnung Obatzter eine geschützte geografische Angabe sei. Das Patent- und Markenamt muss die Bezeichnung Obatzter nun neu prüfen. In Kempten soll ein historischer Eisenbahnpfad entstehen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von dem Arbeitskreis Mobilität der Kemptener Agenda 21. Da ist uns die Idee gekommen, dass wir unsere Arbeit etwas bekannter machen könnten, wenn wir solche Infotafeln für den Eisenbahnpfad aufstellen. Und auf diese Weise hätte auch die Kemptener Bevölkerung etwas, um an diese historischen Stellen erinnert zu werden, die ja heute mit ganz anders bebaut sind, mit dem Forum Allgäu beispielsweise, mit der Berufsschule und so weiter. Die ersten Infotafeln sollen pünktlich zum 160. Geburtstag des alten Hauptbahnhofs und der König-Ludwig-Brücke im April aufgestellt werden. Weitere Infos finden Sie im Internet unter www.kempten.de. Im Prozess um das Füssener Vasenmoos hat das Augsburger Verwaltungsgericht gestern ein Urteil gefällt, es aber noch nicht verkündet. Die Vorsitzende Richterin sagte, dass man die Beteiligten Anfang Oktober schriftlich informieren werde. Für den Rechtsvertreter der Bewohner des Vasenmooses deutet das auf eine Niederlage hin. Die Hausbesitzer wollten ihre vom Abriss bedrohten Schwarzbauten länger stehen lassen als die 10 bzw. 15 Jahre, die das Landratsamt Ostallgäu als Restnutzungsdauer anbietet. Eine Verfolgungsjagd hat sich gestern Abend ein 27-Jähriger mit der Polizei in Immenstadt geliefert. Die Beamten wollten den Mann für eine Verkehrskontrolle anhalten, als der plötzlich beschleunigte und zu fliehen versuchte. Nach einiger Zeit konnte der Fahrer aber trotzdem gestoppt werden. Bei der Kontrolle wurde schnell klar, warum er flüchten wollte. Der 27-Jährige besaß nämlich keinen Führerschein und hatte zudem 1,0 Promille Alkohol im Blut. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Ja, das waren die aktuellen Meldungen vom 22. September und wir schauen jetzt, wie das Wetter in den nächsten Tagen so wird. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Die kommende Nacht wird trocken mit vereinzelten Wolken. Die Tiefstwerte liegen bei kühlen 10 Grad. Der Freitag beginnt teils sonnig, teils bewölkt, es bleibt jedoch trocken. Auch am Nachmittag kommt die Sonne immer wieder mal zum Vorschein. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad.
Am Samstag bleibt es freundlich. Nachdem sich der Frühnebel verzogen hat, steigt das Thermometer auf angenehme 20 Grad. Der Sonntag wird ebenfalls sonnig und warm. Am Montag erreichen die Temperaturen trotz Wolken bis zu 22 Grad. Vorbei der Sommer, ab jetzt wird es wieder spürbar kühler. Der Herbst ist da. Doch auch wenn ab sofort wieder die warmen Jacken aus dem Schrank geholt werden müssen, aktiv sein in der Natur geht immer noch. Egal ob Wandern, Nordic Walking, Joggen oder bald auch wieder Langlaufen, mit der richtigen Bekleidung steht dem Spaß unter freiem Himmel nichts im Wege. Wichtig nur die richtige Bekleidung. Aber wie genau sieht die aus? Was ist auf dem Markt und wie muss ich mich anziehen, um auch im Herbst sporteln zu können? Martina Herz und Julian Kipper wissen es, denn sie haben beim Bau 5 Herstellerverkauf in Immenstadt mal nachgefragt. Leuchtend und knallig. Der Herbst 2011 wird eindeutig bunt. Auch oder gerade für Sportler. Funktionell sollte die Mode sein, aber auch im Alltag tragbar. Die Zeiten eintöniger Muster sind vorbei. Doch auf was genau achten die Kunden eigentlich? Dass ich einfach multifunktional eingerichtet bin auf die dementsprechenden Wetterlagen, dass ich einfach wie in Zwiebel meine Klamotten übereinander ziehe, damit ich auch, wenn es warm oder kalt ist, praktisch einfach mehr oder weniger dazu habe. Und das schaue, dass ich das ein bisschen farbig zueinander abstelle. Also hauptsächlich auf funktionelle Bekleidung, so wie in der Unterschicht, Mittel- und Überschicht, dass eben, wenn man schwitzt, der Schweiß rausgeht. Und dass es bequem ist, also zum Beispiel die Hose, dass die auch stretchig ist, dass die mitgeht, wenn man jetzt in den Bergen ist. Und zum Beispiel, ich kann sie auch kürzer machen, wenn es warm wird oder wenn es kälter wird, wieder länger. Neben auffallenden Farben setzen viele Outdoor-Sportler mittlerweile auf funktionelle Unterwäsche. Denn wenn es draußen kühler wird, sollte man beim Sport vor allem auf eine gute Temperaturregulierung achten. Ja, wichtig ist natürlich, dass der Sportler, der Outdoor-Athlet, auf der Haut trocken bleibt und von außen geschützt wird. Das schaffe ich über dieses Drei-Schichten-Konzept, das Zwiebelprinzip, indem ich auf der Haut ein funktionales Produkt trage, also keine Baumwolle, sondern optimalerweise ein Funktionsprodukt aus Polyester oder aus Merino. Und dieses Produkt transportiert die Feuchtigkeit von der Haut weg über eine Mittelschicht, die eigentlich eine Wärmeschicht sein sollte, nach außen hin und transportiert die Feuchtigkeit, diesen Dampf, über eine semipermeable Membran. Das heißt, die Membran, diese Außenschicht, darf kein Wasser reinlassen, aber Wasserdampf nach außen lassen, nach außen hin, und der Körper bleibt somit trocken. Bunt und funktionell. So ausgestattet dürfte definitiv jede Ausrede gegen Sport im Freien hinfällig werden. Ja, und falls auch Sie sich wetterfest einkleiden wollen, die Outdoor-Wochen im Kunert-Herstellerverkauf Bau 5 gehen noch bis zum 15. Oktober. Ein anderes Thema, die gynäkologischen Krebszentren am Klinikum Kempten sind nun von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert worden. Damit darf beispielsweise das Brustzentrum weiter die Auszeichnung Empfehlung der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Senologie führen. Jährlich werden im Brustzentrum rund 250 Patientinnen behandelt. Das Zentrum wurde erstmals im Jahr 2005 zertifiziert. So, und wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause. Danach fahren wir dann mit Ihnen quer durchs Allgäu. Und zwar in einem alten und wirklich seltenen Lastwagen. Bis gleich. Einschalten und gewinnen. Das große Allgäuer Büblerätsel mit dem Allgäuer Brauhaus und RSA, der Allgäu-Sender. Such den Original-Büble-Laster und gewinne dein Feierabendbier, eine Fahrt mit dem Büble-Ballon oder hol dir den Hauptgewinn, einen exklusiven Bier-Sommelier-Abend mit 5-Gänge-Menü für 10 Personen vom Allgäuer Brauhaus. Mittwochs bis freitags von 15 bis 17 Uhr ist der Büble-Oldtimer im Allgäu unterwegs. Löse die Rätsel auf RSA, der Allgäu-Sender. Und wenn du um 17 Uhr als erster den Büble-LKW in deinem Ort entdeckst, melde dich gleich beim Fahrer und ruf an auf der Büble-Hotline. Kempten 14040. Unser Bier. Allgäuer Büble-Bier aus dem Allgäuer Brauhaus. Bärige Wärme für Ihr Zuhause. Von einem Partner, auf den Sie sich verlassen können. Mehr Qualität und mehr Service. Und immer da, wo Sie uns brauchen. Tesla, Energie für das Allgäu. Mineralöl, Erdgas und Holzpellets. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Rund um die Uhr und auch am Wochenende. Rufen Sie uns an.
Wanderspaß am Breitenberg. Wandern, Radeln, Gleitschirmfliegen, Weitblicken auf dem Aussichtssteg oder auf den gemütlichen Berghütten das einmalige Panorama genießen. Breitenberg, das Wanderparadies in Pfronten. Effektive Heizung bei reduziertem Heizölverbrauch und weniger Schadstoffausstoß mit unserem Supersparheizöl mit Qualitätszertifikat von Kessler. Energie für das Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich. Kommt an Bord ins Nautila. Bunte Kinderspielwelt, ein vielseitiges Aqua-Fitness-Programm, wohltuender Saunagarten und natürlich familienfreundliche Preise. Freizeitbad Nautila, die Bade-, Sport- und Wohlfühlinsel in Illertissen. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image- oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Von dem historischen LKW, mit dem meine Kollegen gestern unterwegs waren, wurden gerade einmal 233 Stück gebaut. Derzeit rollt der Borgward Modell B2500 durchs Allgäu und wer ihn entdeckt und errät, wo er hinfährt, der kann 2 Kisten Bier gewinnen. Hintergrund des Ganzen ist die Bübler-Aktion, die das Allgäuer Brauhaus momentan mit RSA, dem Allgäu-Sender, durchführt. Jeweils mittwochs bis freitags fährt der Borgward, der übrigens von 1957 bis 1964 tatsächlich Büble-Bier ausgefahren hat, quer durch die Region. Im Radio gibt es gleichzeitig Hinweise, welches Ziel angesteuert wird. Wer dann um 17 Uhr als Erster dort ist und sich beim Fahrer meldet, der gewinnt und ist im Lostopf für weitere attraktive Preise. Sebastian Zausch und Julian Küpper waren beim Startschuss der Aktion dabei. Vorsichtig rollte alte LKW auf den Marktoberdorfer Marktplatz. Er war gestern Ziel der Bübler-Aktion von Allgäuer Brauhaus und RSA Radio. Erwartet wurde der historische Wagen bereits von mehreren Hörern, die alle am Radio mitverfolgt hatten, wo der Büble-Laster hinfährt. Der erste war letztendlich Heiko Müller aus Görisried. Vater hat mich angerufen, weil er mich gesehen hat, dass ich durch Marktoberdorf gefahren bin und er hat den LKW gesehen. Und dann hat er mich angerufen, ich soll sofort mich dran klemmen und das habe ich dann gemacht und jetzt stehe hier. Zuvor war der Büble-LKW kreuz und quer durchs Allgäu gefahren. Dabei geht es bewusst über Nebenstrecken und auch durch kleinere Dörfer. Der Büble-LKW, er fällt auf, auch als er plötzlich mitten in einer Kuhherde stecken bleibt. Das liegt auch an Fahrer Erwin Wilfer, der den Oldtimer im letzten Jahr liebevoll restauriert hatte. Das Fahrzeug wurde komplett bis in die letzte Schraube zerlegt. Also es ist nur der Rahmen übrig geblieben und alle anderen Einzelteile waren weg. Jedes Teil wurde instand gesetzt, sandgestrahlt und wieder frisch lackiert. Und dann wurde der Wagen wieder zusammengebaut. Eine ähnlich lange Geschichte wie der LKW hat auch das Bier, das er ausliefert. Das Büblebier grundsätzlich ist die älteste Marke des Allgäuer Brauhauses und entstanden ist die Marke Büblebier eigentlich durch die Tradition, dass früher ja kein Flaschenbier gab, sondern es gab Bier im offenen Ausschank in den Gaststätten in der Regel. Aber die Menschen wollten ja auch zu Hause Bier trinken und so hat man das Bier mit dem Krug nach Hause geholt. Und es war halt Tradition, dass das ganz oft die Buben oder die Knaben gemacht haben, die dann in die Wirtschaft gegangen sind mit dem Krug und für den Vater das Bier nach Hause geholt haben. Und so ist das Büblebier entstanden. Hier bei Rick Hölzel im RSA-Studio laufen alle Fäden zusammen. Er schaltet immer wieder raus zum Büble-LKW. Es ist soweit. Unser Büble-Bier-Spiel kommt der Auflösung nahe. Wo sind die denn heute hingefahren? Wo ist der LKW? Hier kommen auch zahllose Anrufe an von Menschen, die den LKW gesehen haben. Doch nicht Rick Hölzel kürt den Sieger. Derjenige gewinnt, der sich am Zielort als Erster bei der Lasterbesetzung meldet. Die Hinweise, welcher Ort am jeweiligen Tag angesteuert wird, kommen unter anderem auch vom Bürgermeister der Kommune, gestern Werner Himmer. Der ist von der Aktion begeistert. Auf jeden Fall für die Stadt und auch für alle anderen Märkte, Städte die hier noch, und Gemeinden, die hier noch mitmachen, kann ich bloß sagen, sie können sich darauf freuen, auf die Aktion. Das wird eine ganz tolle Sache. Noch bis zum 14. Oktober ist der Büble-LKW in der Region unterwegs. Jeweils mittwochs bis freitags gibt es dann die Gelegenheit, 2 Kästen Büble-Bier zu gewinnen. So wie gestern Heiko Müller. Was macht er jetzt eigentlich mit dem Bier?
Wir sind gerade auf der Baustelle beschäftigt und ich wollte eigentlich nur einen Teil holen. Und da werde ich jetzt dann zurückkehren und da warten sie schon, denke ich mal, bis sie zurückkommen. Und als Tagessieger hat er auch die Chance auf einen der Hauptgewinne. Eine Fahrt im Büble-Ballon oder einen exklusiven Biersommelier-Abend mit 5-Gänge-Menü für 10 Personen. 25% Rabatt bei einem Einkauf ab 10 Euro, Einkaufsgutscheine und eine Tombola zugunsten der Hungerhilfe Afrika. So feiert die Kastanienapotheke in Kempten morgen ihren 25. Geburtstag. Wenn auch Sie mitfeiern wollen, los geht's ab 8 Uhr in der Früh. Ja, und was sonst noch so los sein wird in den nächsten Tagen, hier erfahren Sie es. Hier ist der TV Allgäu Veranstaltungskalender. Neben der Genussmeile präsentieren 170 Aussteller ihre Waren, wie zum Beispiel Stein- und Töpferwaren, Bioprodukte und Feinkost, Leder- und Fellprodukte und vieles mehr. Freuen Sie sich am 29. September um 20 Uhr auf Maxi Schafroth und sein Programm Faszination Allgäu. Karten hierfür erhalten Sie beim Kultur- und Verkehrsamt Altusried. Am 2. Oktober Frühshoppen mit Waltraud und Dieter und anschließend spielen The Gendricks. Am 3. Oktober Stimmung mit Jack und Ziggy Natterer, danach virtuose Akkordeonmusik von Eugene, Gorjatjeva Krause und Hannes Natterer. Weitere Infos unter www.alternativer-markt-altusried.de. Der Kulturkreis Betzigau lädt ein zum Kulturprogramm. Am 23. September spielen Quattro Nuevo Lieder einer großen Reise, die vom Vagabundenleben der vier Musiker berichten. Und am 5. Oktober nimmt Michel Müller in seinem Programm jetzt erst recht alles aufs Korn, was in Politik und Wirtschaft Rang und Namen hat. Kartenvorverkauf im Kulturamt der Gemeinde Betzigau. Infos unter www.kulturkreis-betzigau.de. VitaFit in Markt Oberdorf lädt Sie herzlich ein zum Aktiv- und Mitmachtag am kommenden Samstag von 10 bis 18 Uhr. Probieren Sie verschiedene Kursangebote aus, wie zum Beispiel Rückenfit, Yoga, Pilates und Zumba, ganz nach dem Motto von VitaFit: Bewegung soll Spaß machen. Nur wer sich gern bewegt, bewegt sich regelmäßig und hat Erfolg. Mehr Infos zu den Angeboten und zum Ablauf unter www.vitafit-online.de. Ja, und wenn Sie jetzt den ein oder anderen Beitrag verpasst haben sollten, kein Problem. Uns gibt es nämlich auch im Internet. Unter www.tv-allgäu.de finden Sie eine Online-Mediathek mit allen Beiträgen der letzten Wochen und Monate. Einfach mal reinklicken. Morgen geht es bei uns dann zum Beispiel um das Thema Holz und wie im Allgäu möglichst viele von den heimischen Wäldern profitieren sollen. Außerdem sind meine Kollegen in kreativer Mission unterwegs. Am Wochenende findet in Lindau nämlich die Bodensee-Konferenz statt und dort werden die verschiedensten Künstler und Musiker gemeinsam Aktionen auf die Beine stellen. Soweit der Ausblick auf morgen. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen. Strom und Erdgas von Präg. Jetzt ganz einfach wechseln. Präg. Wir verstehen Energie. Telefon Kempten 540 220.